Und auch heute Abend begrüßen wir wieder die, die mit uns über den Livestream verbunden sind und werden miteinander mit einem ersten Lied starten. Und zwar dem Lied unter der Nummer 443. Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt. 443. Weit nach vorne unserem Buch und landen in der Liednummer 65 und singen diese vier Strophen miteinander. O Gnade Gottes, wunderbar. 65. Thank you.
Jesus Christus, wenn man das ein ganz klein wenig angefangen hat zu begreifen, dann gehört das mit zum Grundtenor des Lebens dazu, dir einfach zu danken, dass wir unter diesem riesengroßen Geschenk leben dürfen, dass du uns gemacht hast, dass du uns unsere ganze Schuld, alles Trennende unseres Lebens weggenommen hast, dass du uns in diese unmittelbare Gemeinschaft mit dir und dem Vater gestellt hast, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Wir wollen dir dafür ganz, ganz herzlich danken. Und wir danken dir, dass wir so unser Leben leben dürfen, durch die unterschiedlichsten Umstände hindurch. Und über all dem wachst du und gehst mit uns unsere Wege. Und wir danken dir für diese Geborgenheit in dir, für das Wissen um deine offenen Augen über unserem Leben, dass du der Herr bist über Raum und Zeit. Wir danken dir dafür. Und auch an diesem Abend bist du da, weißt, wie es uns geht, wie es um uns steht, bist hier bei uns, in diesem Raum, bist bei denen, die mit uns verbunden sind und bist wirksam da durch Worte des Lebens, Worte, die dein Geist transportiert. Danke. Bitte schaff doch heute Abend dieses Wunder, dass der innere, der neue, der geistliche Mensch aufgebaut wird, dass wir ausgerichtet werden auch an diesem Abend auf dich, dass unser innerer Kompass justiert wird durch dich. Das ist unser Gebet. Danke, dass deine Gnade nicht nur ein Anfang des Glaubens schafft, sondern dass deine Gnade auch eine Begleitung des Glaubens schafft bis zum Ziel. Lob sei dir dafür. Amen. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. 440. Und es sind so viele schöne Strophen und ich werde manches Mal, dass heute Abend passt das auch wieder, die ungeraden aus. Ja? 1, 3, 5 und 7. Oder sie folgen der Projektion. Und zwar, wo fragt mein Leben steht.
unserem Kurs. Der Heilige Geist bei Lukas, im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte, kommen wir heute Abend ins Finale. Und wir haben noch eine große Textpartie, die wir auf keinen Fall missen wollen, wenn es um dieses Thema ist. Und das ist dieser große Text in der Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 1 bis 11, Vers 18. Viel, viel Text, ich weiß. Aber wir wollen ein gewisses Stück aus diesem wunderschönen Text heute Abend doch miteinander lesen. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die die Italische genannt wird. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die neunte Stunde am Tag und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm: Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte: Herr, was ist? Und er sprach zu ihm: Deine Gebet und deine Almosen sind vor Gott gekommen, und er hat ihrer gedacht. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, als diese auf dem Wege waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die sechste Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen, während sie ihm aber etwas zubereiteten, geriet er in Verzückung. Und er sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen, an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: O nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Und das geschah dreimal. Und alsbald wurde das Tuch wieder hinaufgenommen gen Himmel. Als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeutete, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer von Cornelius gesandt nach dem Haus Simons und standen an der Tür und riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. So steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht, warum seid ihr hier? Sie aber sprachen: Der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie hinein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren, und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun: Warum habt ihr mich holen lassen? Und Cornelius sprach: Vor vier Tagen um diese Zeit bete ich um die neunte Stunde in meinem Haus, und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört, deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer.
Da sandte ich sofort zu dir und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern jedem Volk. Wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündet durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft. Und er ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen, zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Und während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch die Heiden, auf die Heiden jetzt die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Und er antwortete, Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Und da baten sie ihn, noch einige Tage da zu bleiben. Was für ein Bericht. Sie kennen ihn, denke ich, alle, aber es ist ein ganz, ganz starkes, eindrucksvolles, geschichtliches Dokument des Handelns Gottes. Wir sind ja hier in Kapitel 10 in einer ganz besonderen Phase. Wir sind in der Phase, ja, der sogenannten apostolischen Visitation. Das heißt, Petrus ist unterwegs. Er ist nicht mehr in Jerusalem, sondern er ist unterwegs. Wir hören davon, dass er in Kapitel 9 ja schon unterwegs ist in Lydda. Da passiert die Geschichte mit dem Gelähmten, dem Aeneas, der da aufsteht. Er ist weiter nach Joppe unterwegs. Und Sie wissen, da kommt dann die berühmte Geschichte mit der Auferweckung der Tabitha. Das heißt, er ist so auf einer Reise, wo er, wie heißt es, überall im Land umherzog, dass er auch die Heiligen dort besuchte. Das heißt, es war so eine Visitation in diesem Gebiet von Judäa, in dem da Petrus die verschiedenen Gemeindezellen, die es da gab, eben besucht hat. Und in dieser Zeit erleben wir, dass viel, viel, viel Gutes geschieht. Absolut. Wir erleben, dass es am Ende in der Scharon-Ebene heißt und es bekehrten sich viele zu dem Herrn. Es heißt am Ende bei der Passage von Joppe, Tabitha, und es geschah, dass Petrus lange Zeit dort blieb. Viele kamen zum Glauben an den Herrn. Das heißt, es war eine Reise, die von Glaubensaufbruch, von spürbarem Handeln Gottes geprägt und bestimmt ist. Und jetzt kommt hier in Kapitel 10 ein weiterer Bericht und es fängt erst klein an. Wenn man nicht wüsste, was kommt, dann denkt man, gut, nächster Bericht, jetzt kommt Caesarea. Man stutzt schon ein bisschen, weil von einem Hauptmann die Rede ist, aus einem Heiden die Rede ist, aber wir sind ja schon ein bisschen gebrieft, weil wir ja schon in Kapitel 8 den Bericht vom Kämmerer aus Äthiopien wie so eine Art Vorgeschmack mitbekommen haben. Jetzt kommt vielleicht nochmal so eine besondere Geschichte von einem, der zum Glauben an Jesus kommen kann. Mag sein, aber jetzt spüren wir, das Textvolumen ist ein komplett anderes. Verstehen Sie? Aeneas und Lydda, das schafft unser Autor in 4 Versen. Und selbst dieser wunderbare Bericht der Tabitha braucht er nicht einmal 10 Verse. Also das ist alles überschaubar. Und jetzt merken wir, das ist dann offensichtlich eine ganz andere Kategorie. Und Sie wissen, ich habe zu früh aufgehört zu lesen. Denn es geht ja nicht nur das Kapitel 10, sondern der Text geht ja jetzt weiter. Der Text geht in Kapitel 11 weiter bis 11 Vers 18. Denn es kommt ja nach dieser Erfahrung in Caesarea zu einer
theologischen Prüfung des Geschehens, was dort in Caesarea Maritima passiert ist. Paulus wird zitiert, er muss sich verantworten über dem, was er da getan hat. Und das wird noch mit angeschlossen in den Versen 11, 1 bis 18, bis wir endlich zum Ergebnis kommen, was in 11, 18 dann summarisch so beschrieben wurde. Und als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Das ist der Finalsatz, die Conclusio, die Zusammenfassung. So, das heißt, wir merken, hier sind wir in einer ganz anderen Textdimension. Für diesen Bericht braucht er von 10, 1 bis 11, 18 den gesamten Platz. Allein wenn Sie es von der Textkonstruktion sehen, müssen Sie als Leser wissen, hier bin ich nicht in einer Marginalie, hier bin ich nicht in einem kleinen Randthema, hier bin ich im absoluten Zentrum. Diese breite Erzählweise kennen wir bisher nur aus Kapitel 2. Da haben wir sie auch. Da ist er mit auch in diesen weiten Weg hineingegangen, hat erzählt, wie es da war und was da ist und wie es da kommt und Pfingsten und die Predigt und die Reaktion und alles, was dazu gehört. Und wir müssen noch gar registrieren, dass er in Kapitel 10 bis 11, 18 noch ausführlicher ist. Die Erzählweise, vielleicht haben Sie das gemerkt, ist für uns in unserer Denke langatmig. Jeder vernünftige Deutschlehrer würde sagen, du wiederholst dich. Und Lukas würde sagen, ja, das ist auch üblich so. Ja, ich baue Wiederholungen ein. Manche Passagen werden bis zu viermal ihnen erzählt. Wir erfahren viermal den Grundbericht aus unterschiedlichen Sichtweisen von dem Cornelius und der Begegnung mit dem Engel. Nach dem ersten Mal sind wir ja schon dankbar, dann erzählen die Boten das nochmal, dann erzählt der Cornelius das nochmal, als er dann da war und am Ende vor der Kommission erzählt es dann Petrus nochmal. Viermal! Viermal, um das zu verorten, zu sagen, das war die Erfahrung, das war doch nicht unsere Idee, wir haben doch gar nichts gemacht, das war ein Ereignis, das von Gott durch seinen Geist in das Leben, in die Geschichte hineinkam. Das ist der eine Gedankengang. Es soll verortet werden und durch die Wiederholung deutlich werden, da hat Gott gehandelt, das müsst ihr wissen, Gott hat gehandelt, nicht der Petrus, nicht irgendeine Kommission, nicht irgendwelche Apostel, es war Gottes Sache, seht doch, hört's einmal, zweimal, dreimal, viermal, habt ihr es jetzt gehört? Ja, das müsst ihr wissen, das war Gottes Wille, ein Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass sie dafür Zeit brauchen. Das ist ja ganz normal. Das heißt, wir haben das Phänomen der Redundanz. Sie werden verlangsamt. Das macht natürlich so Typen wie mich enorm nervös. Ja, das heißt, wenn sie quasi nicht da schnell durchgehen können, ich muss wissen, wo komme ich hin? Ich habe ein Buch zu lesen, dann muss ich wissen, welche Passagen aus dem Buch lohnen sich überhaupt zu lesen. Ich lese es quer, das Buch ist erledigt, nächstes Buch weiter, zack, zack, zack. Da muss die Info laufen und hier werde ich abgebremst. Ich bekomme die gleiche Info viermal, da vergeht ja viel Zeit meines Lebens. Und dieser Gedankengang ist wichtig, es ist eine Redundanz. Das heißt, der Autor will sagen, jetzt nimm dir diese Zeit, brems ab. Warum soll ich denn abbremsen? Weil hier was Sensationelles passiert. Und wenn du zu schnell bist, rauschst du nur durch und kapierst gar nicht, was gleich passiert ist. Also erzähl uns, was ist passiert. Erzähl uns doch, Petrus, was ist denn passiert? Und dann entdecken wir Petrus und Cornelius, so sagt es einer der großen Ausleger der Apostelgeschichte, Walter Lüthi, Petrus und Cornelius interessieren hier nicht persönlich erbaulich, sondern sie sind nicht als Privatpersonen hier, sondern sie sind da als Vertreter von Welten. Das ist ein guter Satz. Sie sind da als Vertreter von Welten. Und Sie sehen, wie zwei Vertreter von zwei Welten hier vor Ihnen stehen. Aus der einen Welt kommt der Vertreter Petrus, das ist die jüdische Welt. Und der andere Vertreter kommt aus der heidnischen Welt und das ist dieser Hauptmann, das ist dieser Cornelius. Das heißt, es geschieht hier nicht eine nette, schöne, kuschelige Privatgeschichte im Schwerpunkt, sondern hier passiert etwas Grundsätzliches. Es ist etwas, was Modellcharakter hat, was Schlüsselcharakter hat. Das ist ein Unterschied zu der Aeneas, der Gelähmte kann wieder laufen. Das ist sogar ein Unterschied zu Tabitha, die Frau lebt wieder. Verstehen Sie? Das, was in Kapitel 10, 1 fortfolgende passiert, hat viel mehr Auswirkungen als
dass der gelähmte Aeneas wieder läuft und die Tabitha nochmal in ihrer Nähmaschine sitzt. Das heißt, der Wirkradius, der Schlüsselradius dieser Geschichte, das ist das Entscheidende. Die Geschichte, die hier beschrieben wird, ist ein Schlüssel. Da geht eine Tür auf. Dass diese Tür, die hier beschrieben wird, aufgehen sollte, das wissen wir so ganz grundsätzlich aus dem Alten Testament, denn wir wissen aus dem Alten Testament, Jesaja 49, viele, viele Parallelen, dass der Messias nicht nur der Messias ist für sein auserwähltes Volk Israel. Das ist viel zu wenig, sagt Jesaja im Namen Gottes. Ich will, dass du auch das Licht bist für die Heiden. So weit, so klar. Nur wie das passieren soll und in welcher Dimension das gilt, das war natürlich in der Klarheit im Alten Testament nicht da. Und natürlich wissen wir seit Kapitel 1, ach, dass der Heilige Geist eine Dimension hat und sich ausbreitet. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein. Und zwar werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Aber da konnte man ja immer noch denken, dass man bis am Ende der Welt wen erreicht? Das riesengroße Diaspora-Judentum überall, das war ja auch schon riesig viel. Also, aber es war immerhin vom Alten Testament her zu erwarten. Nur die Dimension, wie, das war noch nicht klar. Und jetzt ist ja damals, in der ersten Phase der Apostelgeschichte, beschreibt uns das Herr Lukas sehr deutlich, Petrus, der Protagonist, er ist die Leitfigur in den ersten Kapiteln. Er geht von Kapitel 1 bis Kapitel 12, haben wir die Petrus-Ära. Er taucht dann noch einmal insbesondere Weise in Kapitel 15 mit dem Apostelkonzil auf und dann ist der Mann raus aus der Apostelgeschichte. Wir wissen ja dann, wo er ist. Der ist dann in Rom. So, aber Kapitel 1 bis 12 plus 15, die Petrus-Ära. Da spielt der für uns so wichtig ist, Paulus, noch überhaupt keine Rolle. Doch, es spielt eine Rolle und zwar eine negative Rolle. Die positive Rolle des Paulus beginnt in Kapitel 9. Und die Kapitel 9 mit seiner Bekehrung vor Damaskus und bis zu Kapitel 13, dieses Feld ist, in der Mengenlehre würde man sagen, das ist die Schnittmenge. Ja, da läuft der eine zu seinem Höhepunkt auf, Petrus, Kapitel 10 ist der Höhepunkt, Kapitel 12 die Gefangennahme und der Abmarsch nach Rom, dann ist die Petrus-Ära in der Weise zu Ende, abgesehen vom Konzil in 15. Aber bis 12 ist die Petrus-Ära zu Ende. In 9 beginnt die Paulus-Ära und dann geht der hoch und der Höhepunkt da ist natürlich in Kapitel 13, wenn die erste große Missionsreise beginnt. Und diese Überschneidung, die haben wir jetzt gerade hier. Petrus ist in 9 und 10 am Zenit, bevor in 12 mit dem Gefängnisaufenthalt es rausgeht Richtung Rom. Und Paulus ist zwar schon bekehrt, aber noch in dieser Phase der Stille und das, was hier abläuft, läuft ohne Paulus ab. Das ist für unseren heilsgeschichtlichen Kopf relativ wichtig, weil wir nachher in Kapitel 15 beim Konzil natürlich begreifen, dass die Schnittstellen zur Heidenmission wurde erlebt und getroffen und erfahren nicht vom Heidenapostel Paulus, sondern vom Judenapostel im Schwerpunkt Petrus. Das ist manchmal für manche, die so ein bisschen heilsgeschichtlich viereckig denken, ein bisschen schwierig. Aber es heißt ganz eindeutig in Kapitel 15, ganz eindeutig, dass Petrus auftritt. Man hatte sich lange gestritten, 15,7. Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Die Tür zur Heidenmission, nachher Schwerpunkt des Apostels Paulus, ging auf durch den Apostel Petrus. Es gehört mit zu seiner ganz besonderen Berufung, diese Pfingsterfahrungen, Jerusalem, Samaria, die Nationen, das war Aufgabe des Petrus. Nachher diese Botschaft insbesondere in die Heidenwelt hineinzubringen, da erleben wir sie in Missionsreisen, insbesondere dann nachher der Apostel Paulus. Und jetzt hier sind wir also genau jetzt an diesem Höhepunkt, an dieser Schnittstelle angekommen. Wir haben die Vertreter von Welten, wir haben einen Petrus
Und dieser Petrus, der erlebt also jetzt etwas, womit er überhaupt nicht gerechnet hatte. Haben Sie doch den Rhythmus? Erster Tag, 15 Uhr, Engel bei Cornelius. Da weiß der Petrus noch nichts. Ich finde das so gut. Da weiß er noch nichts. Da ist er noch in seinem kleinen jüdischen Universum, ist über die Maßen glücklich über das, was Gott tut, in Joppe und wo auch immer und macht seine apostolische Visitation. Alles in dieser Welt. Es war eine gute Welt. Das heißt, er hat noch gar keine Ahnung, was der lebendige Gott schon einspurt, während er dann noch ganz normal seinen Job macht. Also der Engel ist bei Cornelius. Tag 2, 12 Uhr, da sind die schon unterwegs von Caesarea Maritima Richtung Joppe, da bekommt er diese Vision. Und mit dieser Vision taucht Timing, nicht wahr? Timing, Delegation, es klingelt unten, in Anführungszeichen, die sind da und die bekommen mitgeteilt, der Petrus soll abgeholt werden. Petrus hat noch nicht richtig Ahnung, wunderbar beschrieben, es ist dieses komische, da ist irgendwas, aber ich weiß nicht, was es bedeutet, gefühlt. Und der Heilige Geist sagt ihm, geh auf jeden Fall mit. Er braucht eine kleine Delegation. Wir erfahren nachher, 6 weitere Personen sind mit Petrus unterwegs und gehen mit ihm und kommen dann in Tag 3. Dann sind sie unterwegs, wir übernachten ja einmal noch. Und dann Tag 4 marschieren sie Richtung Caesarea Maritima und kommen da an und erfahren, dass eine große Versammlung zusammen ist. Und dann predigt Petrus und während er predigt, ohne dass er da weiß, was jetzt eigentlich da passieren soll, passiert etwas, was er nur vergleichen kann mit dem, was bei ihnen am Pfingstsonntag geschehen ist. Der Heilige Geist übernimmt die Regie in ganz besonderer Weise über die Menschen. Viele Heiden kommen zum Glauben an Jesus Christus. Wir können uns das nicht eindrucksvoll für einen Petrus vorstellen. Also das Wunder der Pfingstpredigt, dass da Tausende zum Glauben kommen, lässt sich nur noch toppen von diesem Ereignis im Wohnzimmer von Cornelius. Der Wahnsinn, der Gedankengang, der ist für uns ja normal, aber der Gedankengang für einen Juden, so ein Heide, so ein echter Heide, kann zu Gott kommen, kann Geist kriegen, wird mit mir, einem Juden, auf eine Ebene gestellt. Wow, das ist etwas, was natürlich absolut, da muss man vorbereitet werden für. Das war eine komplett andere Ebene. Das war Evangelium 2.0. Ja? Bisher waren wir auf dieser Ebene Judentum, jetzt sind wir auf einer ganz anderen Ebene. Ich habe erkannt, sagt nachher Petrus, das ist der Schlüssel, dass das gleich ist bei Gott. Ich habe erkannt, dass das gleich ist. In jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Und er geht diesen für ihn komplett neuen Weg, von dem es kein Lehrbuch, keine Erfahrung gab, geht er einfach Schritt für Schritt mit in der Leitung und Lenkung. Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Er ist ein von Gottes Geist gelenkter und geleiteter. Und auf der anderen Seite haben wir den zweiten Vertreter von Welten. Wir haben den Cornelius. Und wenn wir Cornelius vor uns haben, dann müssen wir uns vergegenwärtigen, dass das natürlich eine Persönlichkeit ist, die hier beschrieben wird. Ein Mann, der, so lesen wir hier, fromm, gottesfürchtig war und dem Volk viele Almosen gab und immer zu Gott betete. Das Phänomen des sogenannten Gottesfürchtigen, der sich angenähert hat ans Judentum, das haben wir ja immer wieder. Und jetzt nimmt Gott einen solchen Mann, der in dieser Weise in einer Nähe zum Judentum unterwegs ist, aber er nimmt nicht irgendeinen von den möglichen Kandidaten, sondern die Weisheit Gottes sucht einen Soldaten aus. Nicht nur irgendeinen Soldaten, einen Hauptmann, einen Militärangehörigen. Einen Militärangehörigen von einer der berühmtesten, größten Familien, die wir damals kennen. Denn der Name Cornelius ist ja nur ein Sippennamen. Es war eine riesige Sippe, die wir da vor uns haben. Das kann man dann entsprechend, das können Sie googeln, das ist der absolute Wahnsinn, wer da alles dazugehörte. Diese Gens Cornelia, dieser Stamm derer, die Cornelius heißen. Also das ist nicht nur eine kleine Family, das ist ein ganzes Netz. Das heißt, er kommt aus einer der ganz großen, weit verzweigten Sippen des Römischen Reiches und hatte hier diese ganz besondere Rolle dieser
Militäreinheit. Und die wird uns sogar freundlicherweise genannt. Sie haben es ja gelesen. Denn sie heißt die Italische. Und wir kennen die aus der Geschichte. Diese Kohorte, die ist bekannt. Das ist, ich lese das vor, dann sind sie überrascht. Also nicht überrascht, dann sind sie auch bewegt davon, nicht wahr? Die heißt Cohors, die zweite Italica Civium Romanorum. Und wir können ihre Spuren verfolgen, wo die eingesetzt wurde. Und das ist mir wichtig, weil sie dann etwas merken von der Strategie Gottes. Wir können die Spuren verfolgen. Und die letzte Spur, die man jetzt historisch ausgebuddelt hat, ist kurz vor Wien. Das heißt, die Soldaten, die da drin waren, waren im syrischen Raum unter anderem eingesetzt, aber die waren zwischendurch auch mal Wien. Verstehen Sie, Wien? Verstehen Sie, was Gott da gemacht hat? Gott hat ein riesiges Weltreich mit einer der bestorganisierten Armeen, die es überhaupt jemals gab. Da können wir mit unserem bisschen Bundeswehr komplett einpacken. Ja? Hat er so aufgestellt, dass in diesem militärischen System Menschen zum Glauben an ihn kommen. Und die wurden quasi kostenfrei fürs Evangelium im gesamten Römischen Reich ununterbrochen hin und her transportiert. Das heißt, bessere Multiplikatoren, bessere Evangelisationsvertreter, kostengünstiger hätte man gar keine Mission treiben können, denn die wurden ja auf Staatskosten wieder versetzt. Und die syrische Kohorte war dann irgendwann mal in Rom, später wurde sie über die Alpen transportiert, war in Wien und sonst irgendwie. Und plötzlich merken sie, was da für ein strategisches System unseres Gottes dahinter steckt. Ich weiß nicht, ob Sie Geschichte lieben, ich weiß es nicht, aber es gibt hochinteressante Bücher zur Missionierung unseres Landes. Und einen entscheidenden Beitrag zur Missionierung unseres Landes, dass unsere Vorfahren tatsächlich zum Glauben an Jesus kommen sollten, haben römische Soldaten dabei begebracht. Tatsächlich. Denn die ganze Rheinschiene, hallo? Ja, Soldaten ohne Ende. Und wo die Soldaten waren, waren immer ein paar Christen dabei. Und wo ein paar Christen dabei wären, da sagen die es weiter und plötzlich kommt auch so ein Germane zum Glauben. Und da haben wir das Problem. Das Virus ist rübergesprungen. Und so kommt tatsächlich der Glaube unter anderem über diesen ganz ungewöhnlichen Transport. Oh, ich liebe unseren Gott. Hätte man sich gar nicht besser ausdenken können, als dieses römische System dafür zu nutzen. Jetzt ist der Cornelius gerade in Caesarea Maritima stationiert mit seiner Kohorte. Er weiß ja nicht, wo er nächstes Jahr ist, aber jetzt ist er gerade mal da stationiert, hat da seinen Job. Und jetzt tritt der lebendige Gott in das Leben dieses Mannes hinein und zeigt ihm all deine bisherige jüdische Frömmigkeit. Ich kann sie ganz anders öffnen. Ich zeige dir den einen Namen aller Namen. Ich gebe dir eine Begegnung mit dem Jesusnamen. Und der Mann und ganz viele aus dem Bereich seiner Familie, seiner Verwandtschaft, seines Personals kommen zum Glauben an Jesus Christus. Sehen Sie die Vertreter der Welten? Sehen Sie die Vertreter der Welten? Das ist nicht nur eine wunderschöne Privatgeschichte, sondern das ist genau so von Gott gewollt. Und jetzt passiert natürlich etwas, was nicht zu vergleichen ist mit dem Kämmerer aus dem Morgenland. Das war eindrucksvoll, das war so ein Appetithappen, das war so ein erstes Angeld. Aber was jetzt passiert, das ist eine ganz andere Dimension. Diese Schlüsselerfahrung, diese Pfingsterfahrung Abteilung Heiden, die hat dem Evangelium einen Multiplikationsfaktor gegeben, der innerhalb von wenigen Jahrzehnten eine Dimension im Römischen Reich erreicht. Das ist der Wahnsinn. Am Ende des ersten Jahrhunderts haben wir im gesamten Römischen Reich christliche Gemeinden. Meist noch gemischt, einige Juden, Christen und Heidenchristen. Und Sie wissen, die Zahl der Heidenchristen nimmt natürlich exponentiell zu. Und in kürzester Zeit ist das gesamte Römische Reich überall so kleine Lichtpunkte des Evangeliums von Jesus Christus. Kleinere Gruppen, größere Gruppen, überall. Menschen aus den Nationen, Menschen, die nicht Juden sind, dürfen an Jesus Christus glauben. Was ist das für ein Gott? Gott hat das Ganze im Blick.
Gott hat sogar sie und mich im Blick. Oh, Gnade Gottes, wunderbar. Du hast errettet mich. Du bist bei mir angekommen. Ich war der Ferne. Ich war weit weg. Ich hatte keinen Zugang. Ich hatte keine Verheißung. Aber er hat diese Verheißung erweitert und hat die fern waren, Epheserbrief Kapitel 2, zu nahen gemacht. Und das dürfen Sie und ich gemeinsam mit den Juden in die Gegenwart des lebendigen Gottes treten. Und wer ich das sage, wissen Sie, bei uns ist eigentlich gerade umgekehrt unser Denken. Wir sagen, wir sind da, ab und zu mal kommt auch so ein Jude noch, aber eigentlich sind wir da. Und das ist natürlich allein der Zahl geschuldet. Es gibt halt so wahnsinnig viel von uns Heiden. Aber eigentlich von der historischen Denke und von der Priorisierung, von der Bedeutung, ist umgekehrt. Der Jude sagt, schön, dass du da bist, du Heil, darfst dabei sein. Es ist umgekehrt. Die hatten die Verheißung, die hatten das Versprechen, die hatten alles. Ich hatte nichts. Und jetzt geschieht das Wunder, dass ich, der ich nichts hatte und kein Anrecht und keine Verheißung, dass ich mit dabei sein darf. In seiner Ekklesia aus Juden und Heiden. Ich erkläre es immer wieder gern an dem Phänomen. Wir sind ja natürlich meistens logischerweise hier im Schwerpunkt Heidenchristen. Ja, klar. Ab und zu mal haucht ein Judenchrist hier durch, aber normalerweise sind wir natürlich auch hier in der absoluten Majorität. Auch gibt es eine Veranstaltung auf der La Höhe, wo es zumindest ein bisschen ausgewogener ist. Und das ist, wenn wir dann miteinander nach Ostern unsere La Höhe-Teams-Konferenz haben. Ich liebe diese Tagung. Denn in dieser Tagung werden ja auf Kosten des Freundeskreises und viele aus der La Höhe-Gemeinde damit zu beitragen, ganz, ganz viele Tickets bezahlt und dann werden eine ganze Reihe von Teenagern aus messianischen Gemeinden in Israel hier eingeflogen. Und dann gibt es so einen interessanten Mix. Nein, die sind immer noch in der Minorität, aber zumindest mal mit einer höheren Zahl. Ja? Dann ist der Anteil der Judenchristen vielleicht 1:4. Das ist ja schon mal sensationell. Und dann kriegt jeder so, Kleingruppe, kriegt jeder so einen Judenchristen auch ab, damit die ein bisschen verteilt werden, damit dann überall jetzt auch mal ein Stück weit das erlebt wird, wie es eigentlich aussieht, was eigentlich der Ursprung ist oder wie Paulus sagt, was die Wurzel ist. Und dass wir alle Heiden das nicht vergessen, dass wir die Zweige sind, aber nicht die Wurzel. Dass der Anfang in diesem Volk, in diesem geliebten Volk liegt und dass freundlicherweise Gott, siehe hier unsere Geschichte, die Welten sich begegnen ließ, die jüdische Welt und die heidnische Welt, den Petrus und den Cornelius, und gesagt hat, ab jetzt, Tür weit auf, Tür weit auf. Nicht nur der Einzelne, sondern jetzt ist es wie ein Schlüssel, wie ein Wasser, das sich seine Bahn bricht und immer größer wird und Menschen aus den Nationen zum Glauben kommen. Und das ist unser Glück, unser absolutes Glück. Und wenn wir jetzt doch noch so zum Abschluss das nicht nur als Vertreter von Welten sehen, sondern es auch doch noch so ganz kurz ein bisschen persönlich sehen, darf man doch auch. Dann entdecken Sie natürlich in diesem Text das, was wir schon manches Mal gestreift haben in diesen Tagen. Unser Gott ist ein Gott der Geschichte. Unser Gott ist ein Gott der Geschichte. Er macht Geschichte. Es gehört zu unserem Verstehen, immer wieder neu zu unserem Verstehen dazu. Man kann Gott ganz unterschiedlich sich vorstellen, das wissen wir. Aber mal bis ins Christliche hinein haben wir eine Tendenz, Gott rauszuschieben aus der Raum-Zeit-Dimension. Dann ist Gott zuständig für die letzten großen Dinge, der muss aufpassen, dass das Ding sich weiterdreht. Und ja, aber eigentlich ist das nicht fürs Alltägliche, ist das spielt das keine Relevanz. Wir haben das manchmal erklärt, dass es gab eine der großen philosophischen Strömungen von England her kommend im 18. Jahrhundert, wo man gesagt hat, Gott ist besser zu verstehen wie so eine Art Uhrmacher, das berühmte Uhrmachermodell. Also der hat die Uhr gemacht, die Schöpfung, und alle Rädchen, und dann dreht sie das alles und dann funktioniert das, die Uhr ist toll, die passt. Und dann zieht er sie noch auf und dann gibt der Uhrmacher aber die Uhr ab. Sie ist nicht mehr in seiner Verantwortung. Und dann drehen sie die Rädchen, aber der Uhrmacher, das interessiert ihn jetzt nicht mehr. Die Uhr ist jetzt am Laufen, weg, raus.
Die Schöpfung läuft und läuft auch toll, sie können sich nicht beschweren, der Uhrmacher war gut, aber ums Detail kümmert sich der Uhrmacher jetzt nicht mehr. So, deswegen musst du, Mensch, in dieser gut funktionierenden Uhr jetzt deinen Teil machen, damit es klappt. Und der glaubende Mensch wird sagen, nein, Riesenirrtum, Riesenirrtum. Was für eine komplette Überforderung einerseits und was für ein Hochmut gleichzeitig, zu meinen, ich könne irgendwie an dieser Uhr rumflicken. Der lebendige Gott hat sich nicht verabschiedet. Er ist nicht der Uhrmacher, der die Schöpfung aus der Hand gegeben hat. Und schon nicht nur das Große, sondern auch das Kleine. Er hat uns nicht aus der Hand gegeben, sondern macht Geschichte. Natürlich habe ich es jetzt gut, weil sie alle am Sonntag schon da waren. Denn der 139. Psalm sagt ja genau das, dass er Geschichte macht, dass er bis in die Tage hinein der Gestaltende ist und dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass wir, die wir diesen Gott kennen, dass wir nicht mit einem blinden Schicksal zu ringen haben oder einem Glücksfaktor oder sonst irgendwelchen irren Sachen, die Götzenstatus bei uns kriegen, sondern dass ich der Planung Gottes mich anvertrauen kann und weiß, dass der lebendige Gott Geschichte macht, wie bei einem Petrus. Der weiß, wann der Mittagessen hat. Und der weiß, wo er sitzt. Und der weiß, wann er männliche Leute von Caesarea Maritima nach Joppe schicken muss. Und der weiß auch, was er tun muss, damit der Petrus tatsächlich diesen ungewöhnlichen Weg geht und er den knacken kann und die Spur hinkriegt. Und er weiß sogar, was den Petrus in den Mund legen kann, damit die in Jerusalem ruhig sind und glücklich sind, dass da tatsächlich in Caesarea Maritima Heiden zum Glauben an Jesus kommen. Er macht Geschichte, dieser Gott hört nicht auf Geschichte zu machen und nicht nur mit den großen Vertretern von Welten, sondern auch für Sie und für mich ganz persönlich. Ja, nun sagen Sie, das stimmt im Prinzip, aber ich kann es nicht erkennen. Richtig. Das stimmt. Vielfach stehen wir ja nicht vor Kapitel 10 unseres Lebens jeden Tag. Dass der Engel kam, dachte ich, ja, jetzt gehe ich mal los. Das ist nicht das Normale. Und ich sage es Ihnen, das war bei Petrus auch nicht das Normale. Auch das Normale. Und trotzdem gilt der Grundsatz, dass der lebendige Gott über unserem Leben geschichtsmächtig waltet. Dann, wenn wir an Zäsuren sind, wenn Weichen da sind, wenn wir wissen, jetzt an diesem Tag oder an diesem Abschnitt meines Lebens wird eine ganze Menge entschieden, da wird nach menschlichem Verstehen viel Wegklarheit festgelegt. Und es gilt auch, wenn wir in der Gleichtönigkeit unseres Alltags unterwegs sind. Da und da gilt. Beim einen brauche ich keine Panik haben, weil gerade was ganz Wichtiges sich kulminiert und zusammenkommt und ich denke, oh mein Gott, ist hochriskant, hoffentlich mache ich jetzt gerade in den paar wichtigen Tagen nichts Falsches. Und gleichzeitig aber auch, wenn so immer gleich vor sich hinläuft, zu sagen, ach, inzwischen bist du ordentlich aus der Geschichte ausgestiegen. Der lebendige Gott macht Geschichte. Im Gleichklang der Tage und in intensiven Phasen meines Lebens in gleicher Weise. Ob ich das jetzt gleich erkenne und verstehe und anbetend vor ihm auf die Knie gehe, weil ich die große Weisheit habe der Planung Gottes, oder wenn ich im Nebel rumstoche und sage, ich lebe jetzt mal weiter, Herr mein Gott, wirst schon wissen, was du da so denkst und tust. Das ist wichtig. Seelsorglich wichtig. Gott macht Geschichte. Er macht auch mit Ihnen und mit mir seine Geschichte. Rainer Maria Rilke, manche von uns kennen die Texte, hat einmal so gesagt: Ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden. Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines Tages in die Antworten hinein. Vielleicht kennen Sie das aus Ihrem Leben, dass Sie nach einem Zeitabschnitt sagen, so langsam lichtet sich der Nebel und ich begreife, was das eigentlich sollte und habe einen Eindruck, manches Mal auch nicht. Aber dass ich mich hineingeben darf in dieses kindliche Vertrauen, du waltest über meinem Leben. Sie kennen Ihre Biografie, ich kenne meine. Und meine ist ja relativ harmlos verlaufen.
Aber ich weiß, es gab so zwei, drei Stellen, wo ich aus der heutigen Sicht bewahrt geblieben bin vor einem falschen Weg, der eigentlich ganz nett aussah. Und im Nachklapp denke ich, oh, danke, mein Gott. Danke, mein Gott, dass du diese Tür dann wieder zugemacht hast oder ich sie vergessen habe oder sie zugegangen ist von der anderen Seite her. Und im Vollzug, ich im Nachhinein, in dem Moment, nein, aber im Nachhinein sagen kann, wow, danke. Und wenn ich das jetzt schon sehe, wie viel mehr, wenn die Gesamtlinie ihres und meines Lebens dann präsent da ist und sagen kann, mein Gott, du bist der Geschichtsmächtige und ich will dir, dem geschichtsmächtigen Gott, vertrauen. In allen Bereichen meines Lebens. Ich knüpfe an den Sonntag. Wenn ich so nicht dem geschichtsmächtigen daseinsvoll vertraue, dann vertraue ich anderen Systemen. Und das ist viel fataler. Also wenn ich sage mit Psalm 139 oder hier mit Kapitel 10, mein Gott, du bist der Geschichtsplaner, du hast alles im Blick. Und so macht tatsächlich unser Petrus Gottes Erfahrung. Er macht tatsächlich Gottes Erfahrung aus dem Wissen um die Gottesgeschichte erfolgt die Gottes Erfahrung. Und so sehr wir wissen, dass wir uns nicht auf die Erfahrung als eine Begründung unseres Glaubens einlassen wollen. Sie erinnern sich, das ist gefährlich. Also dann, wenn ich Gott erfahre, glaube ich, und wenn ich Gott nicht erfahre, das ist bleibend, das ist gefährlich. Also sehr wir das natürlich nicht tun werden, das Glauben von der Erfahrung abhängig machen, so ist gleichzeitig natürlich das Erfahren unseres Gottes in den Lebensbezügen ein enormer Motivator. Das ist natürlich auch klar. Zu sagen, wow, mein Gott, du warst tatsächlich da. Alle Achtung. Boah, verzeih, dass im Nachklapp ich entdecke, wie kleingläubig und mickrig ich da durchgelaufen bin. Du warst da. Du warst da. Das motiviert. Selbstverständlich. Das motiviert. Sie haben Corona überlebt. Wir haben ja auch Corona überlebt hier. Und das zu sehen, das uns da irgendwie durchgebracht hat, was in einem absoluten finanziellen Fiasko eigentlich enden hätte müssen. Dafür danke ich einfach meinem Gott. Dafür danke ich meinem Gott. Das ist eine Gotteserfahrung, die wollte ich jetzt nicht machen, aber das ist eine Gotteserfahrung, wo ich sage, mein Gott, ich habe das verstanden, da warst du da, da warst du da. Du hast dieses Haus bewahrt vom Untergang, ohne staatliche Rückendeckung in irgendeiner Art und Weise hast du deine Wege gefunden, dass es uns noch gibt. Danke. Danke, mein Gott. Und Gottes Erfahrung motiviert. Gottes Erfahrung motiviert. Wenn Sie in den Finanzgremien der Höhe sitzen, dann auch dann diese eher mathematisch geprägten, viereckigen, buchhalterischen Typen. Die brauchen wir, keine Sorge. Aber wenn dann solche Typen nach so einer Corona-Erfahrung etwas entspannter über einem Jahresbudget sitzen, weil sie sagen, Gott mach das, dann denke ich, wow, mein Gott. Alle Achtung, wenn dann sowas geschieht und man merkt, da ist was gewachsen. Das ist nicht Leichtsinn, keine Sorge. Das ist nie unsere geringste Gefahr. Aber das ist, mein Gott, danke. Du machst Geschichte und lässt uns erfahren und darüber sei dir ganz großer Preis und Dank gesagt. Und das ist natürlich das, was man dem Petrus abspürt, ein Gottesstaunen. Also zur Gottesgeschichte, Timing, die Gotteserfahrung, da kommen Menschen zum Glauben, kommt zum Gottes Staunen. Deswegen, als der dann in Jerusalem, wo der Kommission spricht, solche theologischen Kommissionen, die sind ja immer ein bisschen schwierig, da kriegt er den Drei dadurch, dass er im Grunde genommen nur noch mal einfach nacherzählt. Er lässt einfach vor dieser Kommission das Panorama des Geschichtshandelns Gottes auflaufen und die Gotteserfahrung auflaufen und dann kann die ganze Theologenkommission
eben am Ende nur sagen, als sie das hörten, ganz wichtiger Satz kommt jetzt, schwiegen sie still. Wenn die theologische Kommission nichts mehr sagt, dann haben sie gewonnen. Also, als sie das hörten, schwiegen sie still und, jetzt geht's weiter, lobten Gott. Das heißt, aus der Gottesgeschichte und der Gotteserfahrung kommt bei unserem Petrus und denen, die damals mit ihm das Ganze gesehen haben, ein großes Gottesstaunen. Ja, da packen wir unser kleines Instrumentenköfferchen ganz schnell wieder ein. Wenn du mit einem großen Besteck am Handeln bist und wenn du das so hinkriegst, dann bleibt uns nur, anbeten zu sagen, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Ja, das hat er. Und das ist die Conclusio. Das ist die Summe. Das ist das Fazit. Gott schafft den Heiden den Weg zur Umkehr. Und so sitzen Sie und ich jetzt da, 2000 Jahre später, und sagen in unserem kleinen Leben genau das. Mein Gott, du machst Geschichte. Mein Gott, du bist erfahrbar. Mein Gott, du führst zum Staunen. Und ich danke dir, dass du es hingekriegt hast, dass nicht nur dein Messias voll Geistes ist und dass nicht nur aus dem auserwählten Volk Israel Menschen den Heiligen Geist bekommen, sondern seit 2000 Jahren Millionen und Abermillionen von Heiden beschenkt werden mit Heiligem Geist, entsprechend der Addition des Geistes hinzugefügt werden und in der Neuheit des Geistes ihr Leben leben. Und aufgrund des Geistes ihren Platz im Himmel haben, gleichberechtigt mit denen aus dem auserwählten Volk Israel und diesen Gott loben. Ich bete. Herr Jesus, wir wollen dir einfach danken für diese Schnittstelle, die so schön, so eindrücklich, so bewegend hier uns in Kapitel 10 und 11 der Apostelgeschichte heute Abend wieder vor Augen stand. Und wir danken dir, dass du das so eingefädelt hast und dass du da einfach unschlagbar bist. Du kennst alle Räume, du kennst alle Zeiten, du kennst alle Personen und kannst alles machen und tun. Keine Ressourcengrenze, keine Unmöglichkeit. Danke dafür. Und wir danken dir einfach wir, weil wir die Profiteure davon sind. Wir danken dir dafür, dass du diesen Weg eingeschlagen hast, dass die Tür aufgestoßen wurde für nicht-jüdische Menschen. Und so ehren wir dich, auch an diesem Ort, aus den Heiden zu dir kommend, nahe geworden, Kinder geworden, Geistträger geworden. Hab herzlichen Dank dafür. Wir beten dich an, als den der Geschichte macht, auch in unserem Leben, den wir erfahren dürfen, über den wir staunen dürfen. Danke, dass in uns dein wunderbarer Geist Wohnung genommen hat, für alle Zeit. Ehre sei dir. Amen. Wir verabschieden uns von unserer Livestream-Welt, wünschen denen, die damit auf Sendung waren, eine richtig gute Nacht. Nach dem, was ich da in meinem Kopf gerade habe, würde ich sagen, Mittwochabend sind wir wieder auf Sendung. Morgen Abend haben wir eine kleine Pause in unserem Lahö-Fernsehen. Also am Mittwochabend geht es wieder weiter mit der Bibelstunde. Dann sind wir mit Hesekiel unterwegs. Also einen guten Abend, eine gute Nacht.